Die Methode lässt sich nicht sehr kurz fassen. Es gibt sehr viele Stufen. Aber eine ganz wichtige Sache ist, dass ich mit dem erwünschten Gefühl nach dem Doppelstrich, nach dem Schlussstrich des Stückes quasi anfange. Dass irgendwo ein mehr oder weniger präzises oder manchmal vages Gefühl da ist von einem noch nicht komponierten Lieblingsstück. Das, was mein Herz begehrt, das, was mein Herz verlangt. Dieser Wunsch setzt sich eigentlich eher zusammen im Nicht-Arbeiten, im Nicht-Komponieren.